the whole park here, how much is it worth? It's over $300 million. It's over $300 million. Schaut euch bitte das an. Schaut euch das bitte an, wie geil das gemacht ist. Because I'm getting goosebumps of this car. Unbelievable. How many cars you sell in a month? 70 to 80, 80 cars. Und natürlich muss ich bei First Motors wieder reinschauen. Da habt ihr aber bereits ein Video bei uns auf dem Kanal. Wir gehen jetzt aber da noch mal rein, schauen, ob sich da was Neues getan hat. Und wir sehen uns später wieder. Und Weihnachten bei First Motors. Wunderschön. Ja, ich muss leider doch anmoderieren. Hier hat sich einiges verändert, einiges getan. Hier ist alles anders wie beim letzten Mal. Unglaublich schön. Unglaubliche Kisten. Einer nach dem anderen. Und sie haben Absperrungen angebracht. Das war letztes Jahr noch nicht. Was steht denn da, lieber Carlos? Der neue Countach. Der neue Countach. Was für eine geile Kiste. Wow. Da laufen wir gleich mal dahinter, filmen noch den Arsch. Schaut euch bitte das an. Schaut euch das bitte an, wie geil das gemacht ist. Ach du Scheiße. Jawohl. Oh, wenn ich 5 Millionen jetzt übrig hätte, ich würde das Auto sofort kaufen. Das wäre meine erste Wahl. Der wird auf jeden Fall elektrisch, auf jeden Fall! Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall elektrisch geladen. Was haben wir denn hier für einen schönen? Das ist ein LaFerrari. Ein LaFerrari? Ja. Hybrid? Ja, das... Und der ist schon verkauft, so wie es aussieht. Und was haben wir hier Schönes? Drei Bugattis. Hier ist ein Chiron. Und zwar, das ist der Chiron. Bugatti gibt es schon mehr als 110 Jahre. Okay. Und zum 110-jährigen Jubiläum ist dieses Fahrzeug gebaut worden. Okay. Ich weiß. Da bin ich mir sogar hundertprozentig sicher. Du hast in der Schule hast du ein Referat über Bugatti halten müssen, gell? Ja. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. Kurz fragen, ist der aus Vollcarbon? Sieht so aus, gell? Ja, das ist Carbon. All night long, but the feeling keeps kicking in. Beef with all the girls, bullshit dripping off the chin. All night long, but the feeling keeps kicking in. Beef with all the girls. Bullshit dripping off the chin. So, was willst du loswerden? Also, die beiden hier, erstmal der. Das ist ein Bugatti Chiron Supersport 300 Plus. Mit dem Auto ist Andy Wallace gefahren. Das Auto hat anstatt 1500 PS, 1600 PS. Und mit diesem Auto ist der Andy Wallace gefahren. Und zwar 494 Stundenkilometer. Ist extra auf die Geschwindigkeit ausgelegt worden von Bugatti. Halt bei solchen Höchstgeschwindigkeiten geht es halt um Aerodynamik. Mhm.
Leute, ich habe mich verliebt. Ich habe mich wirklich verliebt. Ich kann nicht anders. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich so ein Ding vor meinen Augen sehe. Eieieiei. Lamborghini Countach. Ich weiß noch, wo auf dem Highway war, die Hölle los gefilmt wurde und ich das Auto überhaupt zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe. Und heute sehe ich einen neuen Countach der neuen Serie. Und das Auto ist für mich, da kriege ich Gänsehaut. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich da hinschaue. Dieser Herr hat mir extra den Gang aufgemacht, dass ich hier zum Because I'm getting goosebumps of this car. Unbelievable. Dass ich hier näher ran darf. Es freut mich sehr. Eine Ehre. Yeah, look, tell me what's the vibes, what's the moves. Yeah, I just hit a Mikey for the juice. Yeah, ain't no capping, I'ma tell the truth. I've been winning for so long, it's hard to lose. Yeah, deal, be my source, Christian like Dior. Yeah, I can't stall when I fall, I just get back up. Yeah, I've been quiet all along on my tippy toes. Yeah, I can't keep it to myself, I just give and go. I'm a visionist, yeah, you can't picture this. Yeah, ain't no way you can outwork me, boy, I live for this. Yeah, sipping essential, that's the essentials, I'm influential. Yeah, straight fundamental, that's fundamental, on instrumentals. Yeah, speed of the tempo, yeah, we got potential. Shoot a movie like I'm Denzel, running my route to the end zone. And they still can define me, man, you know where to find me. I'm tryna get me a Grammy so I can dedicate it to my granny. Look, tell me what's the vibes, what's the moves. Yeah, I just hit a Mikey for the juice. Yeah, ain't no capping, I'ma tell the truth. I've been winning for so long, it's hard to lose. Yeah, deal, be my source, Christian like Dior. Yeah, I can't stall when I fall, I just get back up. Yeah, I've been quiet all along on my tippy toes. Yeah, I can't keep it to myself, I just give and go. Yeah, I just turn my L's into W's. Yeah, I just told my sins, yeah, I'm no truth. Yeah, stay in your lane, don't you pick and choose. Can't waste my time, I got a lot to lose. Und für uns wird das Auto extra geöffnet. Das ist auch eine Seltenheit. Schaut euch das an. Countach. Boah. Yes, correct, yes. We know everything. This is the same entrance from the F-150 Raptor. Yeah. Yes. What you can tell us about this car? How much is it worth? You know that? Yes, of course. This car is today worth 11.5 million dirhams. You see, 11.5 million dirhams. Yes. So we have to count it through four and then we know how much it costs. So it's about 3 million euros. Yeah, almost. Yeah, yeah, almost. Yeah. Unbelievable. Yeah. And how many horsepowers this model has? Around 800 horsepower. 800 horsepower. Yeah. And is it... stopped the production in 1992. Okay. It came back now in 2022. Correct. And they only built 112 of them. Yeah. It's a limited product. And this is a limited edition? Yes. Is it just to show it or also for sale? It's for sale. It's for sale. So if there is a customer coming, paying the cash? They can take it. He can take it. Wow. No, I'm really surprised. Thank you for showing me this car. So, directly. Thank you. Langsam, langsam. Super. Thank you so much. Anything to the table, bro, I'm not your son, see I'm able, I do my own bits, limited edition, no submissive classic shit, I know that you're feeling it, feel mad cold nights, feel heavy, same place going.
tut. Allein wie die Decken hier drin gebaut sind, sensationell. Ich finde, das Autohaus First Motors hat seinen Namen hier wirklich verdient. Place going in the heart of the city, nitty gritty feels iffy and the eyes feel shifty. The shit we're in, yo, it's all mad risky. All night long, but fear keeps kicking in. Beef with all the girls, bullshit dripping off the chin. Und wo sind wieder die G-Klassen? Natürlich hier. Ihr habt vorhin in den anderen Garages gesehen, wo die G-Klassen rumstehen. Hier sind sie. Reserviert, reserviert, reserviert. Alle G-Klassen stehen hier in Dubai. Eine schöner wie die andere. Und schaut mal hierher. Wieder Brabus. Ganz normale G-Klasse. Irre. Jetzt wisst ihr, wo die G-Klassen sind. Der ist schon an. Na, der ist noch nicht an. Doch, der ist an. Ist der an? Rem, rem. Yeah. Very nice. Der ist sogar soft aus. Ja. Parken tun die hier ja wirklich auf den Millimeter. Das hat man ja auch gerade bei dem Urus gesehen. Leute, First Motors. Wenn ihr in Dubai seid, ihr müsst unbedingt bei First Motors vorbeischauen. Das ist wirklich atemberaubend hier. Hier wird jetzt in Cullinan eingeparkt. Die wurden alle weggefahren, damit da hinten mal sauber gemacht werden kann, weil das Putzteam heute da ist. Irre, ne? Cool. Geile Kiste. Und ihr seht, die Fahrzeuge werden hier jeden Tag gepflegt, abgestaubt. Das ist ein irrer Aufwand, der hier betrieben wird. Und auch die Bodenbereiche werden geputzt, dass es hier immer nahezu staubfrei ist. 1A Durchführung hier. Dieses Fahrzeug muss ich noch festhalten, einen S560. Innen drin nicht ganz so spektakulär, kennt man von der S-Klasse. Aber das Exterior ist natürlich hier phänomenal. S560. Oh, he says it's one of 300, also das ist einer von 300. Aha, und da vorne ist es hingeschrieben, one of 300. Also das ist das älteste, also das erste. Aha, das Coole ist auch hier, die ganzen Zusätze sind alles Vollausstattung, volle Hütte eingebaut. Maybach. Wow. What's the asking price for this car? 1.1 million dirhams, around 350,000 euros. Actually, it's good for a limited car. Yeah, it's good for a limited car, you're right. So, ich zeige euch den noch von vorne. Und den nehme ich euch auch noch mit. Weil das ist ein 722S, den sieht man auch nicht so oft. Und ich finde den auch richtig cool. And do you know, is this 7?
auch eine Mörderkiste. Halleluja. Schaut euch das an. Ich drehe durch. Was ist das bitte schön? Can I ask you another question? Sure. The whole park here, how much is it worth? It's over $300 million. It's over $300 million. Unbelievable. I was expecting actually $100 million. So that's a lie, it's $300 million. Wow, I get another goosebumps moment. Unbelievable. How many cars you sell in a month? 70 to 80, 80 cars. 70 to 80 months. 70 to 80 cars a month. Think about that. And I think the difference between buying it and selling it, that makes it yeah, cool. Very nice. Yeah. And also, you know, it's on the floor we have around close to 100 cars. So you have to replace. Yeah, yeah, of course. Because we were here last year. I remember when this Porsche was there, the white one. Yeah. Now you are refreshing this area, I guess. It's fully changed. It's fully changed. There was a green, orange Evo here. Yeah. It's also sold. So. Unbelievable. Leute, ihr seht, das hat sich doch gelohnt, hier reinzukommen. Es ist einfach unglaublich. Auch die Mitarbeiter, die sind komplett entspannt, geben dir Auskunft. Und ich meine, 300 Millionen Euro in Autos, das ist unglaublich. Schaut euch diese Prachtstücke an. Hier steht also nur geiler Scheiß. Und man will hier gar nicht raus, weil das ist wie ein Wohnzimmer. Wie ein Wohnzimmer. Mir fehlen die Worte. Leute, lasst einen Daumen hoch da, ganz wichtig. Abonniert unseren Kanal. Wir geben uns Mühe, euch wirklich geilen Content zu liefern. Von daher aktiviert auch die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos informiert. Und ich verabschiede mich für diesen Tag hier von First Motors und Dankeschön fürs Zuschauen. Just want to say thank you to our community. Wir verabschieden uns hier von First Motors. Thank you so much. You are a very polite and kind person. Thank you so much.